So, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt hat es auch noch an der Tür geschellt. Und das H&M-Paket kommt. Also, es ist perfekt für dieses Video. Also, es wird jetzt ein ganz großer Haul. Ich war am Samstag im Loop 5 mit meinem Freund. Und im Loop 5 gibt es ja Kiko. Und dann musste ich natürlich zuschlagen. Ich habe mir 3 Lippenstifte geholt. 2 Lidschatten und ein Nagellack. Fangen wir mit dem Nagellack an. Der hat 1,50 gekostet, weil der runtergesetzt war. Es gab so eine Salebox und dann lagen da ganz viele Sachen drin. So sieht der aus. Ich bin immer noch aus der Puste, ey. Wir wohnen ja ganz oben. Also wir haben, meine Oma hat ja ein Haus und wir wohnen ganz oben. Und da muss man immer ewig laufen. Es ist so ein grün, so ein grünes Schimmergrün. Ich habe es nicht auf den Nägeln. Ich habe den 319er von Kiko auf den Nägeln. Und das ist die 305. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Lack. Also ich mag den echt total. Der sieht so schön aus. Ich habe ihn noch nicht geswatcht auf den Nägeln. Aber ich kann mir nur denken, dass er total schön aussieht. Dann einen Lidschatten. So sieht er aus. Das ist die 136. Der ist so schön. Der erinnert mich ein bisschen an den Tracks von MAC. Weil er ist so pink und hat so goldenen Schimmer, den man wahrscheinlich hier nicht sieht. Eventuell. Nee, ich glaube nicht. Jedenfalls ist es die 136. Dann. Achso, der Nagellack 1,50 und die Lidschatten jeweils 3 Euro. Dann habe ich mir noch so einen dunkelbraun mit goldenem Glitzer geholt. Ja, sieht man so ein bisschen. Das ist die 134. Und dann zu den Lippenstiften. 2 davon haben 3 Euro gekostet, wie der hier. Das ist, glaube ich, kennt jeder, die 92 von Kiko. Dieses einfache Nude. Also ein einfaches braunes Nude. Schön naturell, natürlich. Und dann, das ist der Lippenstift, der 4,50 Euro gekostet hat. Der war etwas teurer, aber ich fand die Farbe so schön. Das ist so ein recht frischer Ton. Peach Rot, würde ich sagen. Bisschen. Ich kann die Farben nie beschreiben, deswegen guckt sie euch lieber an in Google Bilder. Das ist die 286. Mir ist aufgefallen, in manchen Videos sage ich ja manche Zahlen, die da überhaupt nicht drauf stehen. Also 286 ist das jetzt hier. Ich hoffe, ist es richtig. Ich denke schon. Und dann noch den letzten, das ist der 88er. Den habe ich am Samstag getragen sogar. Abends war ich weg. Eine Abi-Party und ja, das ist die 88, da kann man nicht viel falsch sagen. Das ist so ein wunderschöner Weihnachtston. Der ist dunkelrot, aber mit einem goldenen Schimmer. Der ist so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt mit dem goldenen Schimmer. Hier so ein bisschen. Also der ist echt so schön. Ich liebe den. Der ist zwar vampirrot, aber der ist so schön. Also ich mag den echt total. Also der eine Lippenstift hat 4,50 gekostet, der silberne, und die anderen 3 Euro jeweils. So, dann war ich bei Douglas im... Mein Handy vibriert. Dann war ich bei Douglas im... im... Loop. Ich habe eine Nachricht. Lisa, wann und wo jetzt? Ich drehe gerade ein Video. Moment. War ich bei Douglas in Loop und da gab es ganz viele NYX-Aufsteller. Und in Frankfurt gibt es keine Jumbo-Pencils. Und ich wollte unbedingt einen Jumbo-Pencil in Milk haben, weil der wird so viel in NYX benutzt. Und ich habe ihn. Ich habe ihn noch nicht geswatcht, ich habe ihn nicht mal aufgemacht. Der hat 5 Euro gekostet, 4,95 glaube ich. Und es ist die 604 in Milk. Brumm, brumm. Haha, okay. Coole Antwort. Grüße an dich, liebe Lisa. Gut, dann mehr habe ich noch gar nicht aus dem Loop gekauft, weil wir mussten da ganz schnell weg. Dann habe ich mir den Schal, das habe ich ja ganz viele gefragt, der ist aus dem Wiki. Den gibt es, ich kann dir was Logo zeigen. So sieht es aus. Wiki ist so ein Kruselladen, der schließt jetzt bei uns. Deswegen, der hat 8 Euro gekostet und da habe ich mir noch 2 andere gekauft. Die haben jeweils 10 Euro gekostet. Einmal so ein... Oh, der ist jetzt sehr hell in der Kamera. Aber das ist so ein... Rot eigentlich. Ein roter Schal für 10 Euro. Und so einen olivgrünen.
Der hat auch 10 Euro gekostet. Der ist einmal hier so gestrickt und einmal gerade. Also sehr schön. Aber alles so runde Schlauchschals. So, jetzt packe ich das mal gerade wieder ein. Ach so, im Loop 5 habe ich auch noch die Uhr von meinem Freund gekauft. Das ist von diesem Crema. Ich kannte den Laden nicht vorher. Ich kann euch die jetzt leider nicht zeigen. Aber die ist so verpackt. Das ist die Icewatch in Icewatch Classic. Mit diesem Plastikding, weil die blaue. Weil die sah mit dem Silikon, weil das Silikon, die Farbe vom Silikon hat nicht zu der Uhr selbst gepasst. Deswegen haben wir die Plastik genommen. Die hat 80 Euro gekostet in Big. Und so sah das aus. Ne, 70. 70 hat die gekostet. Ja, die schenke ich meinem Freund zum Weihnachten. Weiß er aber, weil er war dabei, damit wir die Uhr auch ans Handgelenk anpassen konnten, weil die ja aus diesen Dingern da war. Deswegen. Dann war ich noch bei Tally Whale. Und wollte mir eine Jacke kaufen, weil ich habe die im Loop 5 gesehen. Die war so korallig, aber da musste ich bei uns zu Hause die kaufen, weil mein lieber Freund mir die 60 Euro nicht vorlegen wollte. So, da gab es sie nicht in Koralle, sondern nur in diesem Braun. So sieht die aus. Das ist so ein Parker mit so Fell hier. Das ist so ein einfacher Parker, wo man hier noch zubinden kann. Und ja, so sieht die aus. Und die ist halt voll schön. Und die hat 60 Euro gekostet. So, und jetzt packe ich mal vor euch. Packe ich mal. Ich muss den Sticker abmachen. Dann seht ihr, wo ich wohne. Und ich will hier keine Hausparty feiern. Die Handtüte ist da. Ich lege mal die Jacke jetzt hier hin. Mein Zimmer sieht eh komplett verschrottet aus. So, ich reiße es immer ganz liebevoll auf. Bestellschein. Das ist eine Hose von mir. In der Größe 36, könnt ihr ruhig wissen. Ich hoffe mal, sie ist mir nicht zu klein, weil dann gibt es verhindert die Ohren. Und keine Schokolade mehr. Machen die jetzt mal auf. Ich brauche unbedingt Hosen. Ich habe nämlich wieder abgenommen. Jetzt bin ich ja wieder am Zunehmen. Das ist ganz komisch. Und jedenfalls passen mir meine Hosen nicht mehr. Die sind nämlich zu groß. Deswegen habe ich mir jetzt eine dunkelgraue bestellt. Ich hoffe mal, die ist sowas von nicht dehnbar. So sieht die aus. Eine ganz normale dunkelgraue Hose, die mir sowas von nicht passen wird. Ich sehe es jetzt schon. Ich habe nämlich eine sehr breite Hüfte. Das liegt in der Familie. Juche, also die kann schon mal zurückgeschickt werden. Dann hat meine Mama sich einen Pulli gekauft, der sieht so aus, so ein Strickpulli. Dann habe ich noch eine cognacfarbene Hose, die auch in 36, das sind Dragons. Da steht jetzt nur Dragons Cognac drauf. Größe 36, aha. Melissa ist blind. So, meine Mama sagt immer schön vorsichtig aufmachen, falls wir das zurückschicken müssen. Ja, scheiße war's, ne? Egal. Das sind Dragons, die ist dehnbar. So. Ja, die sieht sehr dehnbar aus und ich glaube aber, die könnten mir ein bisschen zu groß sein, wenn die dehnbar ist. Jedenfalls ist die voll riesig irgendwie und Cognac-Farben. Naja, ich werde sie mal anprobieren und gucken, wie sie aussieht. Vielleicht sieht sie was aus. Ich glaube irgendwie... Ich greife irgendwie bei sowas immer ins Klo. Ist echt. Und dann noch ein Pulli, weil ich pullilos bin. Im ersten pullilos. Einen weißen. So einen längeren. Gut, wie viel das Ganze gekostet hat, ich habe keine Ahnung. Das war es auch schon mit meinem Haul. Ich dachte irgendwie, es wäre mehr. Aber naja, es war ja gar nicht mal so wenig. Ich hätte das Wichtigste vergessen. Ich war bei Zalando und habe bestellt und ich hole jetzt mal kurz das Kleid. Bleibt dran. Ist dieses Kleid nicht wunderbar? Es sieht so schön aus, oder? Ist das nicht süß? Das ist so ein Ballerina-Kleid. Und das ziehe ich bei der Hochzeit von meinem Vater an. Falls, also es sieht jetzt sehr weiß in der Kamera aus, aber das ist nicht weiß, das ist beige. Und es sieht so... Oh, es sieht so schön aus, oder? Oh, sieht toll aus. Hat 50 Euro gekostet. Aber das Geld war es auf jeden Fall wert. Ist so wunderschön. Ich liebe dieses Kleid. Gut, dann danke fürs Zuschauen mal wieder. Und abonniert mich, liked mich. Ich habe keine Ahnung was. Macht irgendwas. Und hinterlasst auf jeden Fall Feedback. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz frohe Weihnachten. Und ich werde es so machen, weil ich fliege ja am Freitag, heute ist Dienstag, dass ich jetzt die letzten paar Tage noch mit meiner Familie und alles verbringe. Und dass ich mich jetzt nicht so sehr aufs Videodrehen konzentriere. Aber in Thailand werde ich auf jeden Fall Videos drehen.
Und, aber ich denke mal, ich werde die nicht in Thailand hochladen, sondern nach Thailand, damit ich meinen Urlaub auch genießen kann. Also was heißt genießen, aber ich, dass ich mir da ein bisschen Zeit für mich nehmen kann. Wie gesagt, ihr wisst ja, es ist viel passiert. Und ich versuche das alles so ein bisschen zu verdrängen. Weil, ja. Naja, ihr wisst ja, wie es ist, traurig zu sein. Deswegen, freue ich mich jetzt auf meinen Thailand-Urlaub und ja, schalte dann mal ein bisschen ab. Okay, dann macht's gut. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, falls ich kein Video mehr drehe. Und genießt die Feiertage, genießt die Ferien. Wie immer, freut euch aufs nächste Video. Macht's gut.